Hallöchen da draußen und willkommen bei Orcs Must Die 3. Mann, bin ich glücklich, Fussel. Liebe Grüße auch an dich. Ja, hallo. Huhu. Warum bist du glücklich? Ich meine, das ist dein Kanal, ne? Aber ich tue einfach mal so, als ob es jetzt meiner ist und ich irgendwas mache. Nee, übernimm ruhig mal, weißt du, dann habe ich Ruhe. Ja. Genau. Ich freue mich sehr, dass wir Orcs Must Die 3 zusammenspielen. Also für mich ist das ja so ein bisschen Nostalgie. Ich habe es ja schon auf meinem ganz alten Kanal Affenstark mit meinem Bruder zusammengespielt. Und jetzt mit meinem Halbbruder Fusselito den dritten Teil. Ist das nicht wunderbar? Das weiß ich noch nicht, weil ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Kommen da Spinnen drin vor? Kann man hier Goldkarten sammeln oder Marienkäfer töten? Ja, du sprichst es ganz gut an. Wir kommen hier frisch aus dem Grounded-Let's Play raus. Ja? Ja. Also es gibt da noch eine Mission, die müssen wir machen, aber das werdet ihr dann sehen, wenn ihr den Fusselito bei unserem Grounded-Let's Play Together gefolgt seid oder immer noch folgt. Man weiß ja nicht, wann ihr angefangen habt. Dann haben wir da noch eine kleine Mission offen, aber die werden wir auch irgendwann angreifen. Ne? Ja, das kriegen die eh nicht mit. Das schneide ich schon schön zurecht, weißt du? Genau, schneid du mal. Hier Lügenpresse, weißt du? Krieg das hin, wir schneiden das. Hier wird übrigens nichts geschnitten, ja. Nicht? Jedes Fluchen von Fussel. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Spiel sein wird, wo unsere Freundschaft nochmal an ihre Grenzen kommt, ja. Alles klar, Monitorisierung, schon... danke, das war's. Ja, Orcs Must Die 3, für die, die es nicht wissen, es ist eine Art Tower-Defense-Spiel mit sehr vielen extravaganten und einzigartigen Elementen, die ich einfach fantastisch, phänomenal cool finde. Ich frage mich, wieso dieses Spiel nicht... deutlich mehr gehypt ist oder gehypt wurde. Ich liebe es, wirklich. Und ich bin wirklich froh, dass du dich dazu hast breittreten lassen, das jetzt mit mir zu spielen. Ja, du sagst es, breittreten, treten vor allem, weil sonst, ich habe ja gesagt, nee, auf gar keinen Fall, lass uns was Vernünftiges spielen. Und da hat er mir so oft gegen das Schienbein getreten, dass ich gedacht habe, mein Spinnenfuß fällt ab, weißt du? Du kennst mich doch. Ja eben. Ne? Wobei ich ein bisschen irritiert bin, warum hast du gesagt, unsere Freundschaft ist in Gefahr? A, welche Freundschaft und B, warum in Gefahr? Achso, ich dachte, wir arbeiten hier zusammen. Ja, eigentlich ist das was wir zusammen machen, aber das ist ja das Schlimme. Gegeneinander wäre ja alles cool, aber zusammen heißt ja auch immer, ne? Ja, aber das hast du ja bei Age of Empires 2 auch gesagt. Hör mal, wir spielen zusammen und dann wurde ich immer angegriffen, weißt du? Was ich übrigens noch nicht verstanden habe, hier diese vier Orks, die hier stehen, das sind wir, ja? Weil die beiden mittleren, die so ein bisschen chill gucken, die erinnern mich so ein bisschen an dich. Ja, genau, richtig. Also im Prinzip, ich hab auch Modell gestanden. Alles klar. Also so sieht der Gorilla aus, wer ihn noch nicht kennt. Hier die Hackfresse. Achso, weißt du, was mir da gerade auffällt? Ich glaube, ich müsste mal ganz kurz nochmal mein NDI dazu bringen. Entschuldigt, Leute. Dass die Maus abgecaptured wird. So, jetzt seht ihr auch die Maus. Alles klar. So, seht ihr? Einmal mit Profis. Du noch denkst, während wir schon drin sind. Das absolut. Ist grandios. Ich habe auch gerade noch eine Quantengleichung gelöst, weißt du? Ja. Löst du mal Quanten oder was auch immer. Genau. Das Ding ist, hast du irgendwo einen Knopf, wo drauf steht bereit oder irgendwas in die Richtung? Ich habe hier vor allem den links. Knopf verlassen. Das ist wichtig. Ja? Ja, der heißt bei mir abbrechen, aber auch der ist wunderbar. Also wenn du den einmal drücken würdest, bitte. Verlassen, dann haben wir jetzt, dann war das Orc Must Die 3, ich kriege den Namen nicht mehr ausgesprochen. Nee, ist auch gut. Spiel. Ich hab mal auf breit geklickt, ja? Ich bin mal gespannt, was kommt. Okay, ich hab mir schon gedacht. Weil mein Spielen-Button war nämlich ausgegraut. Und mit dem Ausgrauen, und das macht mich hier echt seelisch fertig. Ja, wir wollen ja auch gar nicht groß drum rumreden. Wir haben auf Lehrling gestellt. Das ist der drittschwierigste Grad, kann man sagen, oder der leichteste. Je nachdem, wie man es betrachtet. Ja, wir haben uns ja geeinigt, dass wir nur noch auf leicht spielen, weil du so aggressiv wirst. Alles klar. Wie ihr nicht sehen könnt, ihr seht ja hier den Bildschirm von Fussel. Ich habe das erste Spiel schon mal gespielt. Das hat aber damit zu tun, dass ich überlegt hatte, das auf dem Laptop zu spielen. Auf dem Laptop war es scheiße. Liegt aber eher am Laptop als an dem Spiel. Deswegen, erste Level kenne ich schon. Fussel kennt das Spiel überhaupt nicht. Wir werden ihn jetzt hier mit einführen. Also Fussel und ich führen öfter Dinge ein, aber diesmal führe ich ihn in dieses Spiel ein. Und wir fangen an mit Level Nummer 1, Nordflügel. Bist du bereit? Ja, bin ich, wo es letztens einer in die Kommentare geschrieben hat, dass unsere Ausdrucksweise seltsam ist. Ich weiß nicht, an wem es liegt. Sollen sie sagen, das ist mir Wurst. Also dieses Let's Play ist definitiv für Kinder geeignet. Definitiv. Wir achten darauf, dass wir hier keine Verbalinjurien nutzen. Fort. Wer ist Maximilian? Niemand weiß, wo er ist. Er ließ den Orden zurück. Welchen Orden? Und mich. Mit diesen Kindern. Egon konnte schon sein Leben lang Rissmagie einsetzen.
Doch er wusste nicht, wie mächtig er ist. Das bin ich übrigens. Kelsey war der fleißigste Lehrling des Ordens. Doch ihr fehlte es an Kontrolle. Das stimmt, das Gorilla. Der ist dick. Ich musste ihre Fähigkeiten testen. Ein echter Oger hätte euch verschlungen. Sorry, Zauberin. Ihr werdet um dieses Schicksal flehen. Glaubst du, er kommt wieder? Wow. Was ist denn das? Als wärst du allergisch gegen kluge Sprüche. Hä? Kommt, es wird ernst. Hier steht was. Währung, Ziel, Ausrüstungsliste. Alles klar. Was denn? Ja, ich weiß nicht. Muss ich irgendwas klicken? Nee, ne? Das kommt jetzt. Das kommt jetzt. So. Ich kann fortfahren. Nee. Nicht. Brauchst du Hilfe mit den Grundlagen? Ich habe natürlich schon draufgeklickt. Ihr kennt mich, ne? Ich kann fortfahren. Klick. Weißt du? Ich mach nichts. Du übernimmst hier. Ich habe keine Ahnung. Okay. Die labern bei dir auch die ganze Zeit, ne? Nee, bei mir steht gerade, brauchst du Hilfe mit den Grundlagen. Achso, okay, weil ich hatte das schon weggeklickt und bei mir labern sie mich hier gerade voll. Alles klar. Soll ich ja oder nein klicken? Also eigentlich ja, aber du, ich habe ja dich, weißt du? Du machst das. Ja, ich kann dir das genauso gut erzählen. Genau, richtig. Also, vor Start der Aufnahme habe ich Puzzle schon erklärt, wie das so auf der Minimap funktioniert und aussieht. Du siehst jetzt oben rechts schon graue Punkte, die laufen. Und es ist genau andersrum, wie ich es erzählt habe. Also, die starten bei dem gelben Symbol und ins blaue Symbol wollen sie reinlaufen. So ist das Ganze hier aufgebaut. Du siehst jetzt oben links, Mana und Leben ist, denke ich mal, selbsterklärend von uns beiden. Und unten links ist unsere Währung, mit denen wir unten in der Mitte, ein bisschen weiter links als Mitte, ja, die Waffen kaufen können, die wir durchgehend bauen können. Aber natürlich primär in den Pausen, da hat man die Zeit dafür, wie du merkst gerade, wir können reden, es passiert noch nichts. Oben ist Welle 1 von 4. Wenn wir sie starten würden, würde sie starten. Aber bis dahin können wir quatschen, bauen, wie auch immer wir wollen. Also, mein Plan wäre jetzt, dass wir uns spezialisieren. Also du baust zum Beispiel nur die Pfeilwände, ich baue nur die Stacheln, die da aus dem Boden kommen, wo ich gerade keine Ahnung habe, wie die heißen. Stacheln, die aus dem Boden kommen, ja. Ja, das wäre jetzt meine Idee, wie wir erstmal anfangen, hier etwas für Sicherheit zu sorgen. Mhm. Bist du dabei? Ja, es gibt aber eine entscheidende Frage. Ja, bitte. Warum bin ich nicht schwarz? Du bist jetzt auch die Frau, ne? Ja, aber ich habe doch den Mann ausgewählt. Wir gucken Optionen. Gleich mal. Optionen? Gameplay? Nö. Werden wir hinterher, wenn wir es abändern können. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt erstmal Wurst. Wir spielen jetzt erstmal so, weil du kannst ja deinen Charakter nicht verbessern, sondern nur dein Equipment. Und dein Equipment wirst du für jeden Charakter gleich haben. Habe ich denn jetzt unendlich Munition oder nur zwei Schuss? Nein. Du hast zwei Schuss und die musst du dann nachladen. Also nach jedem Schuss wird nachgeladen. Ja, also du hast aber trotzdem unendlich Schuss. So, und die 2 steht auch nicht für deine Munition, die da unten links steht, sondern die 2 ist als Symbol, dass du die 2 klicken musst, damit du dann zu den Stacheln kommst. Oder die 3, damit du die drücken musst, damit du zu der Pfeilwand kommst. Ach, guck, die 2 bezieht sich auf die Stacheln. Ah, genau, ja, richtig. Nicht auf die Waffe, alles klar. Nee, genau. Ja, okay. Also mit dem würde ich jetzt auch erst einmal arbeiten. Also, mit den Stacheln? Ich mit den Stacheln, du mit der Pfeilwand. Ja? Okay, jetzt habe ich die 3 gedrückt, jetzt ist die Steilwand für 600 aus und ich habe irgendwie so ein Leuchtmoped in der Hand und das kann ich jetzt hier irgendwo hinsetzen, ja? Aber nur an der Wand. Ja. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Ich würde ja weit hinten anfangen. Also da, ich weiß nicht, kannst du sehen? Also hier, möglichst hier anfangen, also möglichst nah am Tor oder an der Tür. Da. Genau. Weil da laufen sowieso alle her. Baue ich noch eine direkt hier daneben. Du hast so 2000? Oder hat es 2000? Ja. Darf ich auch noch eine dritte bauen? Okay. Weil ich habe gedacht, dass wir einen Punktepool haben. Haben wir aber nicht, weil ich habe auch 2000. Und kann dann anscheinend, genau, da kannst du bauen, bis du 0 hast. Und ich kann bauen, bis ich 0 habe. Ist doch fair aufgeteilt. Ja, das ist doch gut. Genau, wo ich sie wollte. So. Wir gehen natürlich auf vollen Schaden. Ja, also die 4, das ist so ein Eisfächer, den du unter die Decke machst, und dann werden die Gegner langsamer. Das können wir gleich gerne auch machen, aber wichtig ist erstmal. Was für eine 4?
Hast du unter der 4 nicht, den habe ich dann vielleicht freigeschaltet schon? Ich habe keine 4. Nee. Okay, dann habe ich nicht. Weil ich die schon freigeschaltet habe. Alles klar, weil ich habe ja schon einmal das Level gespielt. So, wir haben bis jetzt alles getan, was wir zur Vorbereitung tun können. Du wählst deine Waffe aus, ja? Habe ich. Und wenn wir jetzt gleich, was ist denn mit B? B? Wenn wir B klicken, da kannst du deine Ausrüstung auswählen, die du mitnehmen möchtest. Ich habe verstanden. B? Ich habe verstanden. Ach so, jetzt könnte ich hier so eine Dattelpalme, Dornbeet oder so. Hä? Ja, gut, du sagst mir einfach, was ich tun muss. Ja, genau. Wir tun jetzt einfach mal. Also, wie lange steht nach? Du nachlädst. Das weiß ich nicht. Das gucken wir gleich mal. Schieß mal. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Okay, anscheinend lädst du nicht nach, sondern hast halt nur eine lange Zeit, bis du wieder schießen kannst. Alles klar. Na? Gut, dann meiner Meinung nach können wir G drücken und die erste Horde herbeirufen. Muss ich jetzt auch G drücken? Drück mal G. Komm schon, warte auf Spieler. Los jetzt! G. Was ist hier los? Komm! Ja, mit Rechtsklick hast du auch eine super Attacke. Ja. So, da kommen die ersten. Wo? Und wollen hier durch die Tür. Ach, guck mal, die hauen die Tür ein. Das ist ja süß. Nee, das ist scheiße. Und jetzt halten wir einfach nur drauf. So. So, da ist noch einer. Ah, guckt hier mal diese leichten Orks an, weil da passiert ja gar nichts hier. Das ist ja hier Weicheier. Hier kriegst du die Kältekugel ab. So. Du siehst, wir haben wieder Punkte dazu gekriegt. Und oh ja. Zum Kaufen. Ja. Und das war die erste Welle. So einfach ist zum Glück, muss man ja dazu sagen, das erste Level. Ja. Ich kümmere mich auch mal direkt um die zusätzlichen Fallen, die wir noch bekommen haben. Die packe ich mal direkt hier in die Mitte. Pass nur auf, ich weiß nicht, ob können unsere Fallen uns auch selber töten? Nein. Du kannst da drüber laufen, wie du lustig bist, ist alles Wurst. Da, 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 da. Ja, dann, ich hab da schon mal was an die Wand gesetzt, ne? Ja, super, alles klar. Dann könnten wir, wenn du willst, nochmal G drücken und die nächste Welle starten. Die zweite hier. Komm, lass mal kommen hier. Wir hätten ja auch mal die Tür reparieren können, weißt du? Es zieht ein bisschen. Mhm. Am Schlüpper. Guck mal, der wird nach oben gezogen. Der Ork, der da durchrennt, das ist ja süß. Und der Arme. Was? Man kann Dreieck ja deutlich öfter klicken. Da kann man den Dreieck so drücken. Ach, mit der Dreieck. Mana, yo, das ist ja, kostet ja Mana. Ja, ja, aber ohne Fallen sähe es schlecht aus, du. Naja, die Waffe ist ja wohl Müll, du. So. Nee, was ist das? Eine Müllwaffe. Wir dürfen wieder Fallen bauen. Das wird klappen. Ich kann nicht mehr so viel. Wir können nur noch den Gang hier weitermachen mit meinen Fallen. Soll ich dich unterstützen mit der 3? 2? Kannst du gerne machen. Ja, klar. Könnte genau. Zwei also, Stück könnte ich bauen. Die werden ja, dann bau die mal dahin. Und dann gucken wir, genau, mache ich die letzte noch hier hin. Ja. Also ich meine, hier kommen die eh schon nicht mehr durch. Das ist das erste Level, da sind die Entwickler ja froh, wenn die Spieler dabei bleiben und Spaß haben. Da wird jetzt hier nicht die Monsterhorde kommen. Das ist jetzt die dritte von 4. Wir können die von mir aus starten. Ja, ich habe schon drauf gedrückt. Los, kommt ihr Lunzenboys. So wird's gemacht. Er kann sein Haus sehen? Die können dich natürlich auch angreifen, ne? Deswegen musst du mal gucken, dass die dich nicht wirklich angreifen. Ich habe immer so Angst, wenn der eine Falle auslöst. Fallen können uns nichts anhaben. Du, da ist eine Falle kaputt von deinen. Echt? Ja, da vorne. Links oder rechts oder wo? Mitte. Rechts. Nicht ins Feld laufen, Hasi. Nicht ins Feld laufen. Ich sehe keine kaputte Waffe. Ich dachte auch Falle. Ja, da war Falle. Bei mir ist keine kaputt. Können wir das wiederholen?
Wirklich? Warte. Was ist das hier? Ach, das ist gar keine Falle, ne? Nee, das ist keine Falle. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Dann hat er nichts gesagt. So, ich habe 1660 Punkte. Brauchen wir noch irgendwas? Oder kann ich das mit ins nächste Level nehmen, das Geld? Nee. Das ist immer pro Level. Das heißt, baller raus, was du raushauen kannst. Bau, was du bauen kannst. Genau. So. Alles klar. Dann letzte Runde. 100% bereit. Dann haben wir Level 1 schon fast geschafft. Das war ja einfach. Weitere Feinde. Naja, oh. Wie gesagt, erstes Level und auch leicht. Wieso, oh, was meinst du? Ach, nun. Alles gut. Ja. Jetzt dreht er durch, der Affe. Ich hab's euch gesagt. Ja, das war spektakulär. Ja, wo kommen die eigentlich her, die Orks? Wo die herkommen? Ja. Ja, aus dem Bösen, weißt du doch. Da gibt es keine Erklärung Bösen. Für. Das ist auch kein Spiel, was die Story haben möchte oder braucht. Sondern hier geht's nur darum zu schlachten. Da keiner Orks mag, also mag Orks eigentlich schon. Die riechen allerdings aber die immer die sympathischen sind, kämpft man ja auch gegen Orks. Was eigentlich mit der Lautstärke von deinem Spiel? Passt das so oder sollte ich mal gleich mal leiser machen? Ich verstehe kein Wort. Nee, geht, glaube ich. Weiß ich noch nicht. Müsste man in der Aufnahme mal gucken. Aber lieber die ein bisschen leiser und ein bisschen lauter. Ich habe auf jeden Fall Errungenschaften. Was ist das denn jetzt hier? Fortnite Dance oder was? Anscheinend. Alles klar, demnächst bei mir auf TikTok. Du, warum haben wir keine 5 Schädel bekommen? Weil wir uns sehr viel Zeit gelassen haben. Der letzte ist ein Zeitschädel. Aber wir haben ja eh gesagt, wir wollen das Ganze jetzt nochmal machen, um Schädel zu sammeln. Ne? Und da machen wir jetzt, ballern wir einfach durch. Es wird gebaut, weiter gebaut. Das ist ein Zeitschädel. Also den kriegst du halt nur dann, wenn du das in einer gewissen Zeit schaffst. Oha. Verstehst du? Ja, alles klar. Muss ich jetzt aber irgendwas verbessern? Oder klar, kannst du ja machen. Klar, geh mal auf Verbessern und dann, also die Primärwaffen zu verbessern oder die, auf die wir uns ja gerade spezialisieren. Das heißt, du die Pfeilmauer, ich die Stachelfalle. Ne? Kann man schon mal machen. So, erhöht den Schaden. Soll ich alle Schädel einsetzen? Ich weiß ja nicht, was du so. Kannst du machen. So, also jetzt ist aber. Kannst aber sicher sein, du. Hast du? Ja, ich bin bereit. Ja, ich hab jetzt auch. Er ist umrandet, der Egan. Weißt du? Jetzt möchte ich aber auch Egan sein. So, wie mache ich jetzt weiter hier? Nee, das muss ich machen. Du musst auch weiterklicken. Ich hab keinen weiter. Ja, dann drücke ich einfach auf Fortfahren. Ja, dann fahr da mal rein. Jetzt hier in das nächste Level? Es geht jetzt nächste Level. Jetzt geht's fortfahren. Oh Mann, die Zauberin wirft uns hier aber ganz schön ins kalte Wasser. Ja, das ist viel heftiger als die üblichen Trainingseinheiten. Das ist nicht Teil eures Trainings. Irgendetwas an diesen neuen Rissen. So, ich habe meine 3 gesetzt. Die Kriegsmagier des Ordens untersuchen sie bereits. Endlich ist wieso habe ich denn jetzt einen Bogen? Jetzt können wir echte Helden wie Maximilian werden. Ich werde mich darum kümmern, dass ihr beiden am jetzt bist du der andere Typ. Ja, richtig. Also, ich habe auch jetzt einen Bogen. Unter B kannst du deine andere Waffe auswählen, soweit welche ich weiß. Welche nehme ich denn? Dann komm, weißt du, warte, ich nehme mal die Gelbe. Also die du willst. Das ist mir eigentlich Wurst. Ne? Aber wenn du sagst, du bist mit denen gut, dann gönnen sie dir auch. Der wechselt nichts. Warum? Bin ich blöd? Ja. Sortieren nach Name. Ich würde gerne die Gatling nehmen. Nimmt er sie jetzt? Nö. B. Also so richtig? Also du musst wo bist du jetzt drauf? Ja, Steffen, nee, ja. Er hat ein Schloss an dem Bogen. Ich kann den nicht tauschen. Ja, du musst, also anscheinend, weil du jetzt der Typ bist, musst du mit dem Bogen spielen, aber du kannst auch eine Falle wegtun, beispielsweise ja die Stachelfalle, weil ich die ja primär baue. Ja? Verstehst du? So. Die Stachelfalle ich glaub, weg? Du verstehst. Da kannst du die Stachelfalle, wenn du die unten anklickst, packst du die dann aus deiner Schnellleiste raus und kannst dafür was anderes reintun, beispielsweise die Gun. Als Idee. Ja? Oder eine andere Falle, wie du willst. Kannst du machen. Ja, nö.
Ich habe ja auch deine Pfeilfalle da, die habe ich jetzt auch weggepackt, weil die will ich ja nicht, die brauche ich ja nicht. Na? Ja, ich weiß nicht, ich kenne ja die Fallen auch nicht. Was haben wir denn hier? Zyklopenblick. Nach Anliegen werden deine Feinde versteinert. Keine Ahnung. Oder hier geschmolzenes Gold. Genau, das geschmolzene Gold fand ich auch sehr cool, habe ich einfach mal dazu gepackt. Muss ich mir gleich mal angucken, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung.